Moin! Herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf einem nordfriesischen Marsch. Vierfach Version 1.8 ohne Gräben. Ja, wir sind immer noch dabei, Produktionen zu versorgen und am Laufen zu halten. Ich habe mich mal auf den Weg gemacht zum Eierhof, weil dann nämlich die beiden Misthaufen voll sind. Und hol mal den Mist da weg und bring den zum Hof zur Saatgutproduktion. Mal gucken, wohin noch. Auf jeden Fall hole ich den erstmal ab. Soweit wie es geht. Jo, da ist mein Silo. Nicht so schön, aber für komplett. Na, was heißt komplett automatisiert? Ihr habt den ganzen Stress, den ganzen Ärger ja mitverfolgt, den ich da hatte. Aber es hat funktioniert. Nachher hatte ich den Dreh raus. Und hätte jetzt auch kein Problem damit weiterhin Mais zu häckseln. Kein Thema. Ja, wir fahren andersrum. Wir holen erstmal bei dem anderen uns den Mist ab. Wenn ich denn mit denen hier überhaupt Mist fahren kann. Ja, ne? Ja, geht. So, wie viel passt denn hier rein? Oha. Ja, 100.000, ne? Dann hole ich hier mal 90.000 raus. Aus dem anderen. Dann sind überall nur noch 10.000 drin. Dann passt das. Dann können mich die Hühner hier weiter hühnern und weiter Eier produzieren. Aber sonst haben wir, glaube ich, alles noch da, was wir brauchen. Und nur mal gucken, wohin mit dem ist. Schon zu kämpfen hier. Ach nö. Ach, jetzt muss ich da noch mal rumfahren oder was? Nur weil ich zu doof zum Autofahren bin. Stroh haben wir hier auch noch. Mann, die sind recht genügsam, die Hühner scheinbar. Mal voll machen bitte. In der Zwischenzeit können wir den mal hier erlösen. Oha. Dann ist die Produktion gleich voll. Hier ist die Produktion schon voll. Oh Mann, Leute. Dann muss ich mir doch tatsächlich noch mal ein bisschen was einkaufen. Ja, dann brauche ich nämlich unbedingt noch so eine Plattform. Eigentlich sogar zwei. Aber ja, eine reicht erstmal.
aber dass ich hier mal erstmal schön die Dinger frei machen kann, ja, die Spawnplätze da bei der Holzindustrie, dass da alles vernünftig weiterläuft und ich nicht immer in irgendwelche Notstände gerate. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das kann ich ja am besten mit dem hier auch machen. Da hole ich mal einfach noch so eine Plattform dafür und fertig. Und dann läuft das. Zum Händler. Und einkaufen. Moin! Ich hätte gerne IT-Runner. Plateau. Davon habe ich schon 4 Stück. Auswählen. Nee. Ja, möchte ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt die gleiche Farbe ist, aber es ist mir eigentlich auch egal. Das funktioniert nämlich echt gut mit diesen Wechselaufbauten. Holz. So. Dann habe ich da unten nämlich auch ein Fahrzeug, mit dem ich immer mal so ein bisschen ein paar kleine Transporttätigkeiten erledigen kann. Was vielleicht sogar sinnvoller ist, als jetzt irgendwie wieder irgendwelche fiesen Anhänger zu kaufen oder so. Kommt überhaupt nicht in die Hufe hier. Aber so gar nicht. Naja, 180.000 Liter Mist. Die müssen aber erstmal gezogen werden. Das stimmt natürlich. Das ist nicht ganz so einfach. Jo, der IT-Runner ist angekommen. Das ist sehr schön für den IT-Runner. Interessiert mich persönlich jetzt gerade nicht ganz so doll. Stroh zu den Schweinen müssen wir bringen und Stroh zu den, ja, zu den anderen Tieren da, zu den Kühen. Habe ich mir noch so gemerkt. Ganz so klug von mir. Sondern hier durchzufahren.
Das wäre klug. Hier abkoppeln. Einmal so rum. Oh, keine Gülle mehr da. Was sehr schade ist. Das heißt nämlich, dass da die Produktion auch steht. So. Wollen wir mal gucken. Den da irgendwie rankriegen. Aber wahrscheinlich ist der schon viel zu voll. Ich krieg das da hier gar nicht mehr los. Und vor allem muss ich hier eben auch Gülle haben. Das war's. Das ist nicht viel. Jetzt könnte man natürlich, und das machen wir auch, einen Überführungskurs vom Hof zu den Rindern. Und dann kippen wir den schön fein säuberlich bei den Rindern ab. In die Produktion. Was ja durchaus Sinn macht, ne? Abfahrer entlassen. So. Also eben das Ladegut richtig einstellen. Paletten. Arbeitsmodus einschalten. Bretterpaletten. Ja, ist noch nicht am Ende hier, aber so funktioniert das doch schon recht gut. Hat sich doch gelohnt, muss ich sagen. Wir nähern uns auch unweigerlich hier dem Ende der Folge. Aber guck mal, wie viel Holz wir hier jetzt schon haben. Da lohnt es sich doch. So, okay. Pellet haben wir erst leer gemacht. Letztens. Alles gut. Dann fahr ich mal hier hin. Aber schön hier nehmen. Und lasse dann mal
hier das Fahrzeug stehen. So, meine lieben Freunde, liebe Zuschauer, liebe Gäste, wie auch immer. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, Kommentar, ein Abo. Folgt mir bei Facebook. Kommt auf meiner Homepage. Guckt mir zu, wie ich Mist hier ablade. Das machen wir jetzt noch eben, ne? Hier eben einmal Mist hinbringen. Boah, was schiebt denn der? Hallo. Unfassbar. Dann kann hier nämlich die Produktion auch wieder laufen. Und ihr habt nichts verpasst. Ich lade schon mal den Kurs, um zurückzufahren. Dann steht er nämlich nachher dann wieder schön am Hof. So. Und er ist leer. Wunderbar. Einstellen am nächsten passenden Wegpunkt. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und sage ciao.